Ich habe mir halt als Student relativ früh auch dieses Handbuch gekauft oder dieses Wörterbuch von Kaiser Petzold, aus der Berufs- und Wirtschaftspädagogik. Das hatte ich immer auch so in Griffweite an meinem Schreibtisch als Student und auch noch ja, später eigentlich auch noch. Und das fand ich immer toll, weil man konnte da immer sozusagen Hintergründe von Begriffen, also zum Beispiel jetzt Lernfeldansatz, hatte man halt einen Artikel oder Kultusministerkonferenz oder so. Und man konnte halt so bestimmte Grundbegriffe der Berufs- und Wirtschaftspädagogik immer ganz gut nachschlagen. War halt meine Idee von Handbuch und also eher so ein Begriffshandbuch, Begriffswörterbuch. Und da haben wir uns ja relativ früh dann auch verabschiedet und haben ja dann entschieden, naja, wir wollen eigentlich ja eher so ein Forschungshandbuch, so ein forschungsbasiertes Handbuch von Personen, die eben auch ein Forschungsthema aus der Jetztzeit sozusagen vorstellen möchten und auch das fundiert darstellen möchten. Also um auch zum Beispiel zu zeigen, wo die Pflegedidaktik heute eigentlich forscht, wozu sie arbeitet, was eigentlich im Moment auch die Themen sind, die uns forschungsmäßig beschäftigen. Also